Moin Freunde, jetzt mal ein anderes Video, ein bisschen in eigener Sache und etwas eigennütziger. Ihr wisst ja, dass ich ein Fan von Gewinnspielen bin. Ich habe ja hier und da auch schon mal ein Unboxing gemacht, nicht viele, zwei. und auch selbst schon mal veranstaltet, kommt sicherlich auch noch mehr in Zukunft. Aber es macht mir einfach Bock und ich mache seit geraumer Zeit, vielleicht kennt es der eine oder andere, aber für die, die es nicht kennen, bei der Hempedelic Goodie Box mit. So, und nicht uneigennützig heißt, macht da doch auch mit, wenn ihr Bock habt. Ich werde euch unten in den Kommentaren mal meinen Link dazu verlinken. Man denkt als skeptischer Internetnutzer oder so, ja, recht schnell, dass das irgendwie ja nur eine Datensammelmaschine ist. Klar gibt man da auch Datenpreis, man muss natürlich irgendwie eine Adresse angeben, wo es dann hingeschickt wird und so weiter. Aber lange Rede, kurzer Sinn, für die, die es noch nicht kennen, es ist eine Box, die man sich erarbeiten kann, indem man Punkte sammelt durch Teilnahme an Quiz-Veranstaltungen, durch das Überzeugen von anderen Leuten auch mitzumachen und vollgepackt mit eigentlich gar nicht so schlechten Sachen. Also ich habe jetzt zweimal schon eine Goodie-Box bekommen und was war da drin? Besten Dinge waren so T-Shirts zum Beispiel oder Rolling Trays, Silikonrauchgeräte, sagen wir mal Geschmackssache, aber auch ansonsten Produktsamples aller Art, Tipps, Filter, Blättchen, Proben. Man kann auch so ein bisschen angeben, was man, also wofür man sich besonders interessiert. Und das wird dann berücksichtigt auch. Und also es ist nicht schlecht, es ist nicht viel Arbeit. Und wer von euch Bock hat, da vielleicht auch mal mitzumachen und das noch nicht kennt, der kann das ja vielleicht über meinen Link machen, den ich euch unten in die Kommentare packe. Ich hoffe, es gibt nicht zu viel Genörgel hier. Ja, hier der ne, scheiß was auch immer, Verarschungsding, was der uns da andrehen will. Nee, es ist kein Verarschungsding. Es ist nichts Weltbewegendes. Es ist halt eine Box mit so ein paar netten Kleinigkeiten, ne? Wenn man da Bock drauf hat. Wenn man keinen Bock drauf hat, lässt man es halt sein. Das wollte ich euch nur mal eben kurz ein wenig schmackhaft machen. Ich find's cool, ich werde da immer weiter mitmachen und dann gibt's demnächst die dritte und dann irgendwann vielleicht auch die vierte Box. Es schadet ja nicht. Und viele Dinge, die dabei sind, kann man gut gebrauchen. Das T-Shirt, was ich da gekriegt habe, das trage ich auf jeden Fall regelmäßig immer noch. Kein schlechtes Ding. Rolling Trays kann jeder gebrauchen und auch andere. Es hat jede Menge verschiedene Sachen sind da drin. Das ist so ein bisschen auch eine Überraschung. Gut, so viel dazu. Wenn ihr Bock habt, macht mit. Und wenn nicht, dann lasst es halt sein. Ne? Aber nörgelt nicht zu viel rum, weil ne, sowas Schlimmes ist das auch nicht. Ich kenne das ja, ne? Also wenn man sowas irgendwo postet, dann ist man ja gleich, wird man ja gleich hier ne? Zur Zielscheibe. Nichtsdestotrotz, habt noch einen schönen Abend. Haut rein, wenn ihr Bock habt, lasst ein Abo da. Es gibt natürlich hier weiterhin nicht hauptsächlich so ein Kram, sondern Interessantes aus der Drogenpolitik und wie es sich so entwickelt und so weiter und so fort. Gerade hat das Verfassungsgericht geschrieben, vielleicht habt ihr das Video schon gesehen. Ich blende es mal hier irgendwo ein, könnt ihr euch das noch angucken. Und ansonsten gibt es demnächst wieder Neues von mir. Haut rein!